Dahinter haben wir Jonathan Dahlke, der da den Rest des Feldes anführt, vor Feltenschneider von der VfL Sindelfingen. Beide sehen da noch sehr entspannt aus. Vorneweg Maximilian Thorwirth, der sich da ein super Rennen leistet. Direkt an seiner Schulter Sam Parsons. Noch zwei Runden. Dahinter gibt es jetzt ein kleines bisschen Gerangel und Feltenschneider hat sich jetzt in Position 3 geschoben. Da müssen wir auch mal schauen, wie sich da die Bronzemedaille entscheiden wird. Aber vorne weiterhin in Führung Maximilian Thorwirth, bevor es jetzt gleich auf die letzte Runde geht für den Düsseldorfer. Sam Parsons jetzt außen versucht, sich da an die Schulter von Maximilian Thorwirth ranzupirschen, aber da zeigt sich doch die Stärke über die längeren Distanzen von Maximilian Thorwirth, der jetzt hier von Sam Parsons wegläuft, dreht sich da nochmal um, sieht, dass sich da eine Lücke gebildet hat und der deutsche Hallenmeister über 3000 Meter ist Maximilian Thorwirth. Dahinter wird es jetzt nochmal eng. Zwei werfen sich wortwörtlich über die Ziellinie. Das will ich nicht entscheiden, wer da die Nase vorn hatte, aber auf jeden Fall der deutsche Hallenmeistertitel geht an Maximilian Thorwirth und hinter ihm Silber holt sich Sam Parsons.